Ganz herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast des Top-Magazins Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich treffe mich hier im Rahmen dieses Podcasts regelmäßig mit sächsischen Persönlichkeiten. Diesmal habe ich die Ehre, mit Kurt Biedenkopf zu sprechen, jenem ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten, den wahrscheinlich jeder Sächsin, jeder Sachse kennt, und der Ende Januar in der Frauenkirche seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Und genau das wird nun auch unser Thema sein. Ich spreche mit Kurt Biedenkopf über die Frauenkirche, über sein Verhältnis zu Dresdens berühmten Sakralbau, dessen Wiederaufbau er ja erheblich mit vorangetrieben hat. Da war es nur folgerichtig, dass er nun auch seinen Geburtstag in der Frauenkirche feierte und dafür Gäste wie Angela Merkel und Michael Kretschmer, seinen Nachfolger im sächsischen Ministerpräsidentenamt, begrüßen durfte. Ich habe mich sehr gefreut und das Gespräch sehr genossen und wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Interview mit Professor Kurt Biedenkopf. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren wollen, dann können Sie das auf allen relevanten Kanälen, auf Spotify, Apple Music und im Feedcatcher Ihres Vertrauens. Viel Spaß beim Topcast. Ich sitze hier im Büro von Professor Kurt Biedenkopf. Vielen Dank dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Schön, hier zu sein. Wir sprechen uns im Nachgang zu Ihrem 90. Geburtstag, wo eine große Festveranstaltung stattgefunden hat in der Frauenkirche. Das ist ja ein ganz besonderer Ort für Sie gewesen. Wie haben Sie denn die Feier damals empfunden? Sehr schön. Aber das ist nicht der einzige Grund. Der einzige Grund ist, dass ich von Anfang an miterlebt habe, wie die zerstörte Frauenkirche wieder aufgebaut wurde. Und das war für mich das eigentliche Erlebnis. Ich bin 1990, wie Sie wissen, hierher gekommen, wurde hier Ministerpräsident, als Ministerpräsident gewählt. Und dieses Gebäude war natürlich mittendrin als Ruine und Straßen waren Ruinen. Es war sehr viel vernichtet. Und die britische Königin war ja einmal in Dresden in der Zeit, also kurz darauf, und sie hat sich das wahrscheinlich angeschaut. Sie ist aber nicht um die Ruine weggefahren. Und dann haben wir sie begleiten dürfen zu einer Zugfahrt nach Leipzig, wo die Verhältnisse ja auch nicht viel besser waren als hier. Ja, und von da ab hat man miterlebt, wie das vor allen Dingen auch bedeutsame Werk deshalb, weil die gesagt haben, ein Steindom funktioniert nicht. Mhm. Und der Steindom hat ja zunächst keinen Schaden genommen von außen. Er ist gestürzt, weil die Kirche im Inneren brannte. Mhm. Und das Feuer so heiß wurde, dass die gespannte Form der Kuppel sich nicht mehr halten konnte. Da ist das da runtergekommen. Aber ich habe diese Kirche immer gesehen als das, was ja jetzt wieder an einer Botschaft an der Kirche hängt. Frieden schaffen. Und das finde ich großartig. Und aus dieser Art, aus dieser Haltung, zu der ja eine ganze Reihe Leute mitgewirkt haben, vor allen Dingen aber die 5 oder 6, die den Ruf von Dresden in die Welt schickte, wir brauchen euch. Mhm. Und die haben diese Widmung genommen. Und es gibt in Großbritannien ebenfalls eine Kirche, die wir zerstört haben. Und die ist genauso Coventry. Und die ist genauso dem Frieden gewidmet. Ist aber nicht so wie wieder aufgebaut worden, weil sie total zerstört war. Ein Geistlicher und andere haben dann auch hier mitgewirkt, um die Friedensidee zu fundieren. Also daraus etwas zu machen, was tragen kann. Und das ist jetzt gelungen. Ich meine, und ich bin sehr glücklich, dass die Kirche auf dem Neumarkt steht. Denn der Neumarkt hat sich ja in einer bisschen Zeit, in einer nicht sehr allzu zurückliegenden Zeit, auch zu einem Protestbereich entwickelt.
also Pegida und so und so. Und das passte nicht so ganz in den Frieden. Und jetzt hat sich das ja verändert. Und ich weiß nicht wer, aber wer es gemacht hat, hat etwas Gutes gemacht. Er hat gesagt, dieser Neumarkt ist kein Protestraum, sondern es ist ein Friedensraum. Und wenn ihr kommt, um über den Frieden zu diskutieren, haben wir überhaupt nichts dagegen. Aber die Kirche wird gewissermaßen verkannt und nicht respektiert. Das sind für mich ganz wichtige Sachen. Wir haben eine Wohnung am Neumarkt und sehen die Kirche und dieses Banner. Und das ist eigentlich für mich für jeden Morgen eine feine Sache. Ja. Ich bin ja auch hierher gekommen. Als ehemaliger Ministerpräsident war ich ja nicht, sondern ich bin gerufen worden. Und ich bin auch mitgegangen, weil ich auch an dieser Aufgabe arbeiten wollte. Da war ja deutlich, dass die Wiedervereinigung kommen wird, aber man musste auch beide Teile vorbereiten. Ja, und deshalb bin ich auch sehr gern mit hierher gekommen. War es für Sie denn von Anfang an klar, dass an dem Wiederaufbau kein Weg vorbeiführt, weil es gab ja auch Stimmen, die in der Ruine die stärkere Symbolkraft auch im Sinne eines Erinnerungs... Nein, das ist ja eine der großen Leistungen. Die Konsequenz und die Kontinuität. Der Baumeister hat gesagt, wir wollen, Sie wissen es ja auch, da waren Riesenregale, auf denen die Steine lagen, die man nochmal nutzen konnte. Es ist eine große Leistung des Bauleiters und seiner Mitarbeiter, dass die gesagt haben, wir versuchen das mal. Denn sie mussten ja in der Ruine und beim Wiederaufbau immer entscheiden, gehört er dahin oder gehört er dahin, passt er überhaupt? Und das war eine außerordentlich zusätzlich schwierige Arbeit. Aber sie hat das ganze Kontinuum zwischen der Zerstörung und dem anschließenden Wiederaufbau, diese Kontinuität unterstrichen. Wenn ich heute auf die Kirche blicke, dann denke ich, die Kirche hat einen Vorgänger gehabt. Und der wurde zerstört, aber er ist dabei geblieben. Es ist die Kontinuität, von der ich vorhin schon sprach. Natürlich ist es ein Neubau, aber es ist ein Neubau in der Kontinuität der alten Kirche. Sonst hätte das ja keinen Sinn gemacht. Und er hat immer noch die Symbolkraft, die damals George Bär sich auch überlegt hatte. Die Kirche hat eine große Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung war sicherlich auch schon bei der ersten Frauenkirche, als sie fertig wurde. Es war eine Kirche, die von Bürgern mitgetragen war. Und diesmal war es eine Kirche, die von der gleichen Idee getragen war, aber in einer anderen Art und Weise zum Ausdruck brachte. Als die Pläne zum ersten Mal bekannt wurden, mit dem Neubau zu beginnen, war die Stadtgesellschaft ja nicht unbedingt sofort völlig überzeugt. Wie ist es denn gelungen? Nein, das kann ich durchaus verstehen. Ja. Aber es gab eben mal eine ganze Reihe Menschen, die das wirklich leidenschaftlich geglaubt haben. Darunter der berühmte Trompeter. Wie heißt er? Ludwig Güttler. Eben. Der Ludwig Güttler. Der hat ja tausendmal irgendwo gespielt, ja. In allen Bereichen, wo er werben wollte. Und er hat mit großem Erfolg geworben. Er hat dem Wiederaufbau auf ganz bestimmte Weise gedient. Und dann ist ja auch vom ersten Beginn des Aufbaus eine sehr schöne Begegnung, will ich sagen, auf einem Podest vor der Ruine einen Gottesdienst gehalten worden. Und der Bischof saß da, der Kurt Biedenkopf als Ministerpräsident saß da, der Güttler hat seine Musik gemacht
Und da waren 25.000 Leute gekommen. Mhm. Erstmal in allen leeren Straßen, wo die noch nicht wieder da war, sondern wo man in die Straßen hineingucken konnte, sind sie von allen Seiten gekommen und der Platz war voll. Und auf diese Weise haben die Bürger zum Ausdruck gebracht, was sie wollen. Mhm. Sie haben das gemacht, weil sie es gewünscht haben, weil sie es sich gewünscht haben, was für sie ein Auftrag war. Sie empfanden, dass die Kontinuität dieser Kirche geschaffen werden muss. Mhm. Sie kann nicht als Ruine da stehen, denn die Ruine mag noch so interessant sein, sie ist nicht in die Zukunft gerichtet. Aber der Frieden ist auf die Zukunft gerichtet. Das ist das, was Sie hier erleben. Ja. Und so ist auch die Feier als für mich, ich habe mich sehr bewegt, wie Sie sich vorstellen können. Es war wirklich schön. Die Kirche war bis unter das Dach voll. Und das war ein Dankeschön, sondern das war eigentlich der Ausdruck für mich auch als ein Mann, der in die Kette derer, die in diesem Land wichtig waren, bestimmt war. Das war ja deshalb auch die Tatsache, dass die Bundeskanzlerin kam und die Kirche, die erste Kirche, die Kirchenleitung am Anfang und die Konrad-Adenauer-Stiftung. Also es war insgesamt gelungen. Mhm. Und das Gespräch, das kurze, aber sehr nette und schöne Gespräch mit dem heutigen Ministerpräsidenten hat mir auch sehr gut gefallen. Denn er hat damit genau das zum Ausdruck gebracht, was auch mich bewegt. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass dieser Schutz, den die Kirche braucht, gegen Verletzung des Friedens und des Friedensauftrags, muss er auch in gewissem Sinne ein Schutzherr sein. Und ich habe den Eindruck, dass die Dresdner diese Einstellung auch teilen, weil sie im Grunde sehr stolz sind auf ihre Stadt, auch auf die anderen Kirchen. Wir haben 4 Kirchen, die ich sehen konnte oder sehen kann hier aus dem Fenster, solange wir noch hier sind. Und ich habe auch, sehe das ja, wenn man angesprochen wird oder ja, zum Gespräch oder sonst, oder einfach nur ein Grüß Gott oder Dankeschön, oder das steckt hier drin. Diese Stadt hat eine besondere Art und sie ist ja auch eine historisch besondere. Sie ist anders. Also Dresden und Leipzig und Chemnitz sind die 3, ich würde mal sagen, Eckstädte Sachsens in der Größe, in der es nach dem Wiener Kongress noch bestand. Das hat ja sehr viel Land nach Norden verloren. Aber diese 3 Städte ergänzen sich auf das ganz Eindrucksvolle. Die Industrie, die Kultur und die Wissenschaft. Wir haben auch eine herrliche Wissenschaftsposition hier, aber Leipzig war kein regierte Land wie Dresden. Mhm. Und Dresdner saß eben der August. Der hat es ja auch geformt. Uns hat eine ganze Reihe von Dingen sich erwiesen, die sie historisch bedeutsam nennen können. Und auf diesem Boden ist dann auch die Universität entstanden und eine ganze Reihe von anderen Dingen. Alle 3 Universitäten, wir haben ja die Dresdner, die Leipziger und die Chemnitzer. Und die entwickeln sich auch fantastisch. Ich würde trotzdem nochmal zur Frauenkirche zurückkommen. In Ihrem Festvortrag haben Sie auch von Gefahren für die Demokratie gesprochen. Was sind denn das für Gefahren? Ja, das sind Gefahren, wenn die Leute sich nicht mehr für Frauen, für die Demokratie interessieren. Die Demokratie ist eine Ordnung der Gesellschaft und des Staates, die der Bevölkerung nicht geschenkt wird. Mhm. Im Gegenteil.
die setzt eine große Entschlossenheit für Frieden voraus. Und der Friede besteht auch darin, dass die Menschen mitwirken, mitbestimmen und Regeln akzeptieren. Und dass sie Regierungen bilden und tragen durch Wahlen, auswählen und so weiter, die diesen Auftrag auch ausüben. Da, also mit anderen Worten, das ist ein sehr anspruchsvolles Ordnungsprinzip. Und weil es so anspruchsvoll ist, gibt es immer wieder so Rutschen. Da finden sich Leute, die sagen, oh, wir können das auch alleine. Bis hin zu dem, ich entscheide alles. Das ist dann so eine Art Diktatursystem oder ein Zwischending. Aber das ist nicht mehr eine Ordnung, die den Menschen auffordert, nicht nur erlaubt, sondern auffordert für die Freiheit, die Gerechtigkeit, die in der Demokratie völlig unverzichtbar ist, zu arbeiten, mitzuwirken. Also die Abweichungen, die immer wieder kommen, links raus, rechts raus, in die Richtung Diktatur, die muss er nicht durch Krieg, sondern durch Wissen, Können und Willen festhalten. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass das in der Stadt durchaus gelingt. Und auch in der Bevölkerung. Haben Sie das Gefühl, dass es der Politik eventuell nicht mehr so gelingt, ein Verständnis für dieses Erklärungsprinzip? Die Politik ist kein Objekt, ist kein Subjekt. Ja. Die Politik ist ein Prozess. Und Prozess haben Sie immer, haben Sie im Kommunalen, wo immer, Gemeinden, wo immer gearbeitet und zusammengearbeitet. Und immer erscheint der Wunsch, wir wollen in irgendeiner Weise mitmachen. Und dieses Mitmachen soll ja nicht dazu führen, dass alle durcheinander reden und gar nichts mehr passiert. Oder es soll nicht dadurch beschädigt werden, dass nur noch einer sagt, was gemacht wird. Mhm. Und in dieser Spannweite, da durcheinander, Diktatur, unfähig werden, Ordnungen zu gestalten ohne Diktatur, in Freiheit und Gerechtigkeit. Das ist die schwierigste Ordnung. Wir laufen immer rum und sagen, wir sind Demokraten. Ja, was sind wir denn? Wir sind Demokraten, wenn wir uns um das Allgemeinwohl und um den Staat für verantwortlich sehen. Wenn Sie jetzt schreiben über die Demokratie, müssen Sie sagen, Sie Lumpen, wenn ihr nicht für die Demokratie da habt, habt ihr keine. Und wenn ihr sie keine habt, dann wird nichts. Ich sage es jetzt in meinen Worten. Aber es muss deutlich werden, dass es Menschen in der Stadt gibt, und das sind Sie mit Ihrer Zeitung oder andere, die begriffen hat, dass man die Menschen immer wieder ermutigen muss. Denn wenn dann einige sagen, ja, wir ermutigen alle anderen, können machen, was sie wollen, oder sie folgen dann eben dem, was wir als Ermutigung haben, das ist beides nicht ausgewogen. Mhm. Einmal sagt die Leute, kannst reden, was du willst, oder die Leute sagen, ich denke gar nicht dran, dir zu folgen. Man, die Demokratie ist eine ganz große Leistung, so wie der Lincoln in Amerika angefangen hat, eine demokratische Ordnung aufzubauen. Die Südländer in Amerika wollten denn ja nicht dafür. Das Zusammenspielen von Verantwortung, Disziplin und Recht, Gesetz und Freiheit. Das sind Prinzipien, die über Jahre hinweg gelten, die weiterhin austariert werden müssen. Nicht austariert, sondern erhalten. Mhm. Beim Austarieren sind sie ja schon dabei, dass alles da ist. Mhm. Das Eigentliche ist das Ständige, vom Bürgermeister angefangen, Bürger und so weiter, die Vereine, die es gibt. Es gibt ja eine Fülle von Mitwirkungen der Menschen. Und alles das fügt sich zusammen in eine Ordnung. Man kann auch sagen, Ordnung als
Ordnung, als Gesetz einer bestimmten Ordnung. Und diese Ordnung ist die Ordnung, die die Menschen sichert vor Diktatur. Mhm. Aber sie sichert sich auch vor Chaos. Sie werden auch gesichert vor Chaos. Mhm. Denn wenn Chaos ausbricht, ist der Diktator nicht weit. Inwieweit ist denn da gerade so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, mit der Corona-Krise eine große Gefahr? Das hat damit nichts zu tun. Gefahr? Das ist eine Krankheit. Ja. Aber die hat ja auch viele Auswirkungen aufs System. Ja, aber das ist doch, nein, nicht auf die Systeme, sondern auf das Verhalten. Mhm. Damit baue ich ja keine. Aber was ich sehr bewundere, ist die Disziplin, wie die Menschen sich mit dieser Sache auseinandersetzen. Und wie sie verstehen, dass wenn Leute, die was davon verstehen, sagen, du musst das machen, dass sie es dann auch machen. Der Neumarkt hat sich ja seit der Weihe auch sehr verändert, architektonisch. Wie bewerten Sie ihn? Ich finde ihn wunderschön. Das ist ja jetzt fast geschlossen. Und wirklich ein großartiger Platz. Der andere Platz, der Altplatz, der ganze Altmarkt, ist ja völlig anders. Mhm. Erstens flach, kein Zentrum in der Mitte, sondern eine Mauer außenrum und die Straße. Auch gut, denn das ist ein Platz für gemeinsame Aktivitäten. Das ist der Neumarkt so nicht. Das zieht alles immer wieder in die Mitte. Ja, natürlich kommen viele, viele Leute und wollen die Kirche sehen. Ja. Auch den Platz, in dem die Kirche steht, das gehört ja zusammen. Und deshalb ist auch die Fläche ja nicht sehr groß, aber ziemlich groß. Mhm. Die eine Seite ist ziemlich eng, weil da Restaurants sind und alle mögliche. Das ist was Schönes für die Bürger. Außerdem hat man noch eine sehr kluge gemacht, einen riesen Block aus der Kirche, der gewonnen wurde, hat man ja dahingestellt. Auch eine ganz tolle Idee. Also wenn Sie an diesem Teil der Kirche vorbeigehen, da sehen Sie, was für ein Riesenaufwand gemacht werden musste, um sowas zusammenzuhalten. Ich finde das sehr schön. Dann fahren die Kutschen rum. Hm. Es ist schon ein ganz besonderes Architekturprojekt gewesen nach der Wende, auch im gesamtdeutschen Rahmen. Sie meinen, dass die Gesamtdeutschen jetzt das mitgeholfen haben? Das Projekt ist nicht in Westdeutschland entstanden. Das ist, nein, das war was bei den Freunden, die von Anfang an gerufen haben, überall, da helft uns. Mhm. Und es gibt auch sehr viele Leute, Banken, Spendierer, ich weiß nicht wie viel, 1000 Euro, meine Frau durch Tücher und alles Mögliche, die sie hat produzieren lassen und dann verkauft, ist auch in die Millionen gekommen. Also ja. Das war aber keineswegs einmalig, sondern es war einer von vielen. Ja. Und überall, Dresdner Bank war ja damals noch wichtig. Die haben sehr viel gespendet. Mhm. Die Commerzbank war damals noch nicht so gewichtig in Dresden, aber sie hat auch gespendet. Große Firmen haben gespendet. Im Grunde genommen haben die Leute zunehmend begriffen, dass das Wiederzurückkehren des Sächsischen in Deutschland, also eine echte Integration, wieder, soweit das geht, sehr schwierig, aber es funktioniert. Mhm. Und der Bau der Kirche und die Mitwirkung von Westdeutschen und anderen Ländern in der Finanzierung dabei mitzuwirken, war unverzichtbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Da danke ich Ihnen vielmals für das Interview. Sehr.